So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir haben Crimson Vow Minigames. Ja, herzlich willkommen. Ihr seid eine auserlesene Elite, die Minigame-Videos schauen und daran Spaß haben. Und für euch mache ich diese Videos sehr gerne, auch wenn es sehr wenige Leute schauen. Ihr, also genau du, der jetzt dieses Video schaut, seid es mir wert, dass ich die Videos mache. Und ich denke, das ist was ganz Cooles. Wir haben erstmal die Crimson Vow, weil von den Midnight Hunt habe ich nur die 1, 2 und 3. Die 4 und 5 fehlen mir noch. Dementsprechend ja, versuche ich da noch dran zu kommen. Die werden dann nachgeliefert. Also starten wir mit den Minigames. Wir haben erstmal die 1 von 3 Monster of the Week. Ein Spieler, ein Pack, 5 Minuten Zeit. Man muss im Endeffekt die Nacht überleben, indem man die Monster in eurem Booster besiegt. Okay. Man öffnet das Booster, wahrscheinlich wieder ein Set-Booster, und nimmt eine Double-Faced Card, DFC, und setzt sie beiseite. Dieses Monster wird man angreifen. Alle Ad-Karten, Token, Art-Karten und ähnliches wird beiseite gepackt. Wichtig, anscheinend werden hier die Länder drin gelassen. Und die restlichen Karten werden geschaffelt und in einen Stack gelegt. Und naja, im Endeffekt habt ihr damit eine Bibliothek. Dann ist es so, man spielt ein Game of Magic gegen das Monster mit den folgenden Regeln. Man startet mit 0 Handkarten und 20 Lebenspunkten. Zu Beginn des Saisonsegments kreiert man einen Treasure-Token. Also ein Artefakt, Tappen, Opfern, Mana, beliebiger Farbe bekommen. Also kein Land, sondern man hat hier wirklich Treasure-Token. Interessant. Und naja, das Monster hat keine totalen Lebenspunkte, Mana oder Bibliothek. Man kann es aber, indem man es zweimal vom Spielfeld removed, zerstören. Einmal die Frontseite und einmal die transformierte Seite, was teilweise echt tricky sein kann. Ich frage mich nur, was passiert, wenn die so eine Verzauberungs-DFC bekommt. Da muss man wahrscheinlich eine andere wählen. Aber das sehen wir gleich. Das Monster wird tatsächlich ein bisschen automatisiert. Und zwar zu Beginn des Spiels ist es auf der Frontseite. Es greift nicht an, bis man so viele Runden gespielt hat, wie das Ding Mana-Value hat. Also haben wir zum Beispiel eine 3-Mana-MDFC, greift es erst ab Runde 3 an. Danach greift es jede Runde an, wenn es kann. Diese Karte wird erst dann transformiert, wenn sie das erste Mal vom Spielfeld kommt. Also man ignoriert die Sachen, die auf der Karte draufstehen, wie wenn man 5 Blood-Tokens hat, transformiere diese Karte. Nein, sie wird nur transformiert, wenn man sie besiegt hat. Und wenn man irgendwie das Ding vom Spielfeld bekommt, also auch bounced, also es auf die Hand gibt, während es transformiert ist, ist es besiegt und wir haben gewonnen. Um diese Sachen durchzuziehen, muss man natürlich das Monster kontrollieren und dem Monster dementsprechend die Aktionen geben, die es machen kann. Das Interessante ist, dass man das Monster nicht angreifen kann. Es ist ja immer noch eine Kreatur, aber man kann blocken. Man kann es mit Spells targeten, die irgendeine Kreatur oder die Kreatur des Gegners targeten und kann es so eben removen. Wenn man das Leben auf 0 fällt, hat man verloren, oder wenn man eine leere Bibliothek zieht, also man keine Karten mehr im Deck hat, eine Karte ziehen möchte, dann hat man auch verloren. Und man möchte gewinnen, indem man das transformte Monster besiegt. Sehr cool. Wirklich, Monster of the Week, sehr cooles Minigame. Das will ich auf jeden Fall mal testen und mit euch spielen. Bestimmt, mega cool. Das gefällt mir richtig gut, das Ding. Dann haben wir die Nummer 2, Vampire Wedding Planner. Hier haben wir ein Minigame für 2 plus Leute, 2 plus Packs und 10 Minuten Zeit. Und zwar geht es darum, der beste Wedding Planner für die Braut zu werden. Und zwar möchte man natürlich Karten mit einem Thematik zusammensetzen. Bin ich mal gespannt, was die Thematiken sind. Jeder Spieler öffnet einen Booster, setzt alle Karten ohne Kartenrücken beiseite, also tatsächlich also auch die MDFCs. Dann wird jeder Nichtspieler randomly ein Non-Land, Non-Colorless Magic-Karte, die er besitzt, ohne sie vorzuzeigen, zu anderen Spielern gezeigt. Alle anderen Karten werden dann zurückgemischt und eben in die Mitte gelegt. Jede Karte, die für jeden Spieler ausgesucht wurde, ist das Wedding-Theme. Bedeutet, sie können jederzeit ihr eigenes Wedding-Theme anschauen. Dann sucht jeder Spieler random eine Karte von sich aus, legt sie verdeckt vor sich und mischt die restlichen Karten in einen Stapel zusammen. Diese Karte, die er vor sich gelegt hat, ist sein Wedding-Theme. Jeder Spieler hat damit eben auch die Möglichkeit, drauf zu gucken, um zu wissen, was sein Wedding-Theme ist. Und jeder Spieler bekommt 4 Karten. Dann wird die Top-Karte des gesamten Stapels aufgedeckt
und man kreiert einen Abwurfstapel. Dann sucht man random aus, wer anfängt, und danach geht es clockwise. Wichtig, hier muss man anscheinend wirklich mit den Leuten gut zusammenhängen. Wenn man alle anderen Karten zusammenmischt, macht das besser nicht mit verschiedenen Leuten, die verschiedene Booster besitzen. Naja, jeder Spieler nimmt seinen Zug, indem er eine Karte zieht und eine Karte abwirft und versucht, Karten auf der Höhe, auf der Hand, mit den höchsten Value Points zu sammeln. Okay, Value Points. Okay. Spieler können entweder die Top-Karte des Decks ziehen oder eben irgendeine Karte aus dem Abwurfstapel nehmen. Und hierbei ist es so, dass sie halt die anderen Karten, die oben drauf liegen, auch nehmen müssen. Das heißt, wenn zwei Karten on the top liegen auf der Karte, die ihr haben wollt, müsst ihr diese auch nehmen. Immer wenn ein Spieler eine oder mehr Karten aufnimmt, muss er eine abwerfen. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Und da haben wir die Points. Jeder Spieler bekommt ein Point für jede Karte in der Hand, die eine Farbe oder den Mana-Value von eurem Wedding-Theme-Karte gleich hat. Ihr bekommt einen Punkt für jedes Artefakt oder eine Vollkarte. Olivia likes shiny things. Alter, cool. Ein Punkt für jedes Land. Davon könnt ihr maximum einen haben, weil ihr braucht eine Location für das Wedding. Und ihr bekommt minus einen Punkt für jede Karte, die nicht eine von der oberen Sachen ist. Uff. Cards can count multiple points, also ihr könnt multiple Punkte machen, wenn ihr zum Beispiel eine Karte, ein Artefakt habt, was dieselben Mana-Kosten hat oder so. Danach endet das Spiel, nachdem alle Spieler vier Züge gezogen haben. Und danach werden die Karten vorgezeigt und dementsprechend dann der Gewinner gemacht wird. Sehr cool, erinnert mich auf jeden Fall an ein normales Spiel, was ich kenne, wo man eine Karte zieht und dann eine abwerfen muss. Wenn ihr wisst, welches Spiel ich meine, könnt ihr es unten in die Kommentare schreiben. Mir fällt es gerade nämlich nicht ein vom Namen her. Das ist die Nummer 2 und Nummer 3, weil, naja, wir haben hier in Crimson Vow nur 3 Minigames. Wir haben nicht wie sonst immer 5 Minigames, wir haben nur 3 und das bestimmt mich ein bisschen traurig, weil das heißt nämlich die kleinen. Auf der anderen Seite dachte ich, okay, es sind 3, dann wird sich halt nichts wiederholen. Ja, wir haben halt Strictly Better. Bei Strictly Better wurden halt so ein bisschen mit Worst Nightmare, Grossest, Most Goth, Most Romantic halt hinten die Kategorien angepasst. Aber ansonsten ist da halt nichts anders. Strictly Better gab es im allerersten schon. Also wenn ihr sehen wollt, was Strictly Better macht, pausiert ihr entweder oder ihr schaut dort oben das Video an, was dort euch vorgestellt wird, wo ich alle anderen Minigames eben auch euch zeige. Dementsprechend, ja, bisschen enttäuschend. Haben wir auf jeden Fall 2 neue, sehr, sehr coole Minispiele kennengelernt und gelernt, dass das dritte immer noch eine Wiederholung ist, was nicht schlimm ist, weil manche Leute kennen als Strictly Better noch nicht. Und ja, ich mache mich jetzt auf die Suche nach den anderen aus Innistrad, Midnight Hunt, aus den anderen 2, die mir da noch fehlen. Und dann kommt demnächst auf jeden Fall das nächste Video. Wir sehen uns, bis dahin. Euer Blackseed, ciao, ciao.